Deswegen tun wir das Let's Play hier mal speichern. Bereit und los. Versuchen erstmal so viel von seinen vorwärts Gehilfen rauszulocken wie möglich und die zu töten. Elend, leite mich. Das Ziel ist klar. Ohne ihn zu töten natürlich. Ich werde dort sein. Elend, leite mich. Hier. Schnell. Zum Angriff. Schließ die Reihen! Die Rune befiehlt. Wir werden angegriffen. Haltet durch, Männer! Auf mein Zeichen. Für die Freiheit! Verstärkt die Deckung! Ja gut, Kämpfer. Sie sind überall! Nicht, ne? Männer! Vorwärts. Folgt mir. Das heißt, Grimm wird jetzt mal hart ignoriert. Gefährten, haltet durch, Männer! Der Willen leite mich. Auf meinen Befehl. Haltet durch, Männer! Gebt mir ein Zeichen. Ja. Feindlicher Angriff! Ein Angriff, wappnet euch! Schnell! Schließt die Reihen! So, dann ziehen wir uns mal zum Maskierten zurück. Tschüss, Grimm. Kannst du mal aufhören, uns zu verfolgen, Grimm? Ja, auf mein Zeichen. Weil wie gesagt, jetzt ist etwas Power Gaming angebracht. Auf mein Schnell. Zeichen. Auch wenn ich es nicht so gerne benutze, Power Gaming. Und los. Aber fürs Let's Play mache ich mal eine Ausnahme. Zuhören, die verstärkt die Deckung. Dann halten, Männer. Bereit. Mir nach. Okay. Vorwärts. Grimm da. Kämpft, Männer. Zieht sich zurück. Hoffen wir, dass es ziemlich schnell klappt mit der Sternenmünze. Du bist den Stahl nicht wert. Wo ist der Fjalldark, Verräter? Fort. Im Abgrund am Herz der Welt schmiedet ihr den Bann, der unsere Götter wieder auf Io zurückbringen wird. Er ist ein Sohn der Dunklen. Eure Waffen können ihm sowieso nichts anhaben. Aber du wirst uns verraten, was ihn verletzen kann, nicht wahr? Lena, ich... es tut mir leid. Mir auch, Grimm. Denn ich weiß, wie sehr du Kälte hast. Nein! Hör auf! Sprich! Nur eine Waffe. Eine Waffe nicht von dieser Welt kann den Fjalldark besiegen. Und du weißt, wo es eine solche Waffe gibt? Er hat sie vor langem erbeutet und wohl verwahrt. In den Glutfängen hält er sie versteckt. Von einem Feuerengel bewacht. Es ist das Schattenschwert. Es kann ihn töten, aber wer es führt, dessen Seele ist verloren. Craig, wir müssen weiter in die Glutfänge. Wir werden versuchen, diese Schattenklinge zu erbeuten. Die Stadt gehört euch. Ich werde Shaldun für euch halten. Der Glutstein, der das Tor zum Abgrund öffnet, wird für euch bereit liegen, sobald ihr zurückkehrt. Was ist mit ihm? Er erinnert sich gerade an ein Versprechen, das ich ihm gab. Lena, Mädchen, du würdest doch nicht... Auf meinen Befehl. Okay, das mit Vorwärts. Der Cutscene... Zum Angriff! Machen wir es lieber so. Und...
Ich möchte jetzt nicht nochmal speichern. Feindlicher Angriff! Hey, es hat sogar gleich geklappt und wir haben eine Sternmütze. Schwarzer Talar. Beliebige Magie Art C. Das ist gar nicht mal so schlecht. Schlachterspieß. Okay. Hier, folgt mir. Bei Grimm hat es gleich auf Anhieb geklappt. Das ist cool. Schon mal. Mir nach. Irgendwie sind hier auch neue Händler aufgetaucht, so wie es aussieht. Und los! Bereit. Sofort. Was habt ihr denn so? Metallmagie. Waffen, die mir nichts bringen. Rüstungsteile. Die ganz nett wären, aber viel zu teuer sind. Bereit. Und los. Vorwärts. Ja, da ist noch die Frage, was mit dem Händler hier unten ist. Schnell! Das heißt, wenn wir eh dann hier unten sind, können wir erst einmal die untere Schatzkammer säubern. Er hat knochige Schilde. Nee, eigentlich alles viel zu teuer. Mein Herz ist ruhelos. Mir nach. Vorwärts. Und ja, da ist das Portal in den Abgrund. So, wir haben übrigens... Ja, reist in die Glutfänge, um dort das Schattenschwert zu finden. Benutzt das Portal im Südosten, um zu den Glutfängen zu reisen und dort das Schattenschwert zu finden. Bezwingt Grimm. Der Verräter ist gestellt, aber der Fiat Dark konnte entkommen. Versucht von Grimm zu erfahren, wohin der Dunkle geflohen ist. Ja. Auf meinen Befehl. Vorwärts. Sofort. Sicherheitshalber speichere ich bei jeder Schatzkammer. Schnell! Nicht, dass es doch noch Gegner gibt, die Münzen folgt droppen. Mir. Zur Ehre Aonias! Verstärkt die Deckung! Standhalten! Auf mein Teil. Schnell! Und los! Okay, hier droppt niemand was. Mir nach! Folgt mir! Schnell! So, 5 Level brauchen wir außerdem noch. Hier. Schnell. Mir nach.
Das dürfte also auch dann noch spannend werden. Mir nach. Folgt mir. Für die Freiheit. Verstärkt die Deckung. Schlagt sie zurück. Sie sind überall. Vorwärts. Okay, ziehen wir uns mal zurück, damit wir mehr Angriffsfläche haben. Sofort. In die Schlacht. Ich sehe halt komplett nicht, was da drin gerade so vor sich geht. Sie sind überall! Ja. Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! Bereit! Folgt mir! Kämpft, Männer! Hier, sofort! So, diese da gestorben, ohne irgendwas zu machen. Und bewachten auch die kleinste Schatzkammer. Vorwärts. Gut, das heißt, hier wird wieder gespeichert. Mal gucken, wie viel Glück wir auf hier jetzt Befehl. Haben. Folgt mir. Bei ihm hier. Vorwärts. Mir nach. Sie sind überall! Vorsicht, Gegner! Auf dem Weg. Alles klar. Linien müssen halten. Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Ja. Zum Angriff! Robak, okay. Wird sofort ausgeführt. Schließ die Reihen! Sie sind überall! Sie greifen uns an! Hier! Hierher! Ich werde angegriffen! Schlagt sie zurück! Wird sofort ausgeführt! Sie greifen uns an! Haltet aus! Der Winter wird kommen. Bereit. Sofort. So, vorwärts. Zurückziehen. Vorwärts. Sofort. Auf meinen Befehl. Folgt mir. Die Rune zu Befehl. Bereit. Und los. Okay, Novorak lebt doch. Auf meinen Befehl. Schnell. Oh, okay, gehen wir lieber das Risiko nicht ein und töten ihn einfach, ohne nochmal zu speichern. Nicht, dass der Angriff hier ihn schon irgendwie gelockt mir hat. Mir nach. Ich weiß nämlich nicht, wie die Randomness so ist. Schnell. Zum Angriff. Das Spiel ist sehr nett, muss ich gerade sagen. Das war schon wieder der Sternmünze. So. Auf mein Kommando. Und los. Auf meinen Befehl. Schnell. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch noch mal mit Quake reden.
falls er sowas zu sagen hat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 2 fehlen noch. Eine gibt es in den Truhen hier. Muss nur nachgucken, in welcher. Und ja, eine kriegen wir noch aus dem Ben hier, aus den Echosümpfen. Weiß der Maskierte vielleicht was über die Schattenklinge?